Einer der Mashaykh sagte mal etwas ganz Interessantes. Er sagte, der Vers in der Surah Al-Baqarah, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, und sie fragen dich, die Sahaba kommen zu dir und fragen dich, was sollen sie denn ausgeben? Es kommen, glaube ich, um die 15, bin mir nicht ganz sicher, 15 Stellen im Koran, also sehr gering, sehr gering, in dem Allah Ta'ala sagt, وَيَسْأَلُونَكَ, und sie fragen dich, die Sahaba. Und das zeigt, dass die Sahaba wenig gefragt haben. Die Sahaba haben wenig gefragt. Und das war unter anderem aus der großen Ehrfurcht und dem großen Respekt, den sie vor dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam hatten. Und deswegen kommt in einem Hadith auch vor, dass sie sich gefreut haben, wenn ein Beduine oder so kam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil die Charaktereigenschaften und das Verhalten der Beduinen war ein bisschen anders. Beduinen, da sie von der Zivilisation fern sind, sind auch ihre Charaktereigenschaften ein bisschen anders. Und sie haben sich mal gefreut, wenn sie gekommen sind und Fragen gestellt haben. Jedenfalls, sie fragten den Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, und sie fragen dich, was sie denn ausgeben sollen von ihren Geldern. Und dann kommt die Antwort, قُلِ الْعَفْوُ. Was heißt Al-Afu hier? Al-Afu heißt alles, was leicht zu geben ist, alles, was überschüssig ist. Das heißt, wenn jemand, nehmen wir mal an, jemand hat einen jährlichen Bedarf von 1000 Dinar und er besitzt 20.000 Dinar, 19.000. 19.000 kannst du fortgeben oder sollst du weggeben. Dieser Vers ist übrigens abrogiert. Hm? Der Vers ist abrogiert worden. Das heißt, also er hat keine Wirksamkeit. Er wurde abrogiert durch die Zakat. Die Zakat-Pflicht, das sind 2,5%. Egal wie viel du hast. 2,5%. Das Interessante ist, für uns mag diese Abrogation eine, oder dieser Vers eine Erleichterung sein. Oder auch die Abrogation eine Erleichterung sein. Wir müssen nicht mehr alles weggeben, was überschüssig ist, über den Bedarf übrig bleibt. Für die Sahaba war das aber eine Einschränkung. Versteht ihr den Unterschied? Na'am, wegen dieser Bereitschaft, die sie hatten. Wegen der Bereitschaft, sie wurden gezügelt. Versteht ihr den Unterschied? Na, طيب.